Ich möchte Ihnen hier unseren Pfeil für Kinderbögen einmal zeigen. Der ist sehr günstig und aus Holz. Hat eine Plastiknock hinten, die man auch ersetzen könnte, falls die mal kaputt gehen sollte. Und hier sieht man ganz deutlich, dass der Pfeil halt Plastikfedern hat. Die sind aus sehr weichem, gummiartigen Plastik, sehr elastisch. Und die sogenannte Leitfeder hat hier immer eine andere Farbe und die steht jetzt auf dem Bild hier nach links. Wenn das der Fall ist und ich den Pfeil in die Sehne einnocke, hier hinten in dieser Art Klammer, dann steht halt diese Fahne, diese Feder nach außen und die anderen beiden halt nach oben und unten. Dadurch gehen die Federn so leicht nicht kaputt. Wenn ich den Pfeil andersrum reinsetze, dann steht die Leitfeder nach innen und würde praktisch am Bogengriff anecken und sicherlich kaputt gehen. Ja, diese Fahnen kriegen Sie übrigens, also die Federn kriegen Sie als Ersatz zu kaufen und können die auch nochmal nachkleben, falls was kaputt geht. Der Schaft von diesen Pfeilen ist sehr glatt poliert und sehr gerade. Und die Spitze dieser Pfeile ist aus Metall. Das ist so ein Metallhütchen, das ein bisschen rund ist. Und die Metallspitze ist halt wichtig, damit der Pfeil dann auch in der Strohscheibe vernünftig stecken bleibt. Dies ist ein Pfeil für stärkere Bögen aus Holz. Und dieser Pfeil hat auch eine Plastiknock hinten dran. Die kann man als Ersatzteil nachkaufen, falls was kaputt gehen sollte. Und dieser Pfeil hat weiche Kunststoffbefiederung. Auch die kann man nachkaufen. Die habe ich im Zubehör, praktisch im Angebot. Und der Schaft von diesem Holzpfeil ist aus sehr gutem Holz, sehr glatt poliert. Und das Holz ist auch ohne Fehler und sehr stabil. Wenn man den jetzt mal biegt, ist jetzt schlecht zu sehen. Also, da bricht so schnell nichts. Und hier vorne haben wir eine Metallspitze aus Stahl. Die ist ein bisschen schwerer als beim Kinderpfeil. Und die kann man auch nachkaufen als Zubehör. Die sieht dann zwar ein bisschen anders aus, aber man kann halt auch Spitzen nachkaufen. Und dieser Pfeil hat eine Länge von 29 Zoll. Angebote und weitere Informationen gibt es bei Firma Schlottmann unter www.kanonen.de oder www.waffen-schlottmann.de.